Kennt ihr das? Wir alle haben ein Lieblingsspiel, welches ganz besonders für uns ist. Sei es, dass wir eine tiefere Bindung zu diesem Spiel haben, aufgrund irgendeiner besonderen Erfahrung, oder auch einfach, weil es uns seit unserer Kindheit begleitet hat. Und auch wenn wir uns keinem wirklichen bewusst sind, gibt es sicher ein Spiel, welches jeder von uns mehr wertschätzt als jedes andere. Jeder von uns hat sowas wie ein Lieblingsspiel. Und auch wenn es nicht unser absolutes Lieblingsspiel ist, gibt es Spiele, bei denen wir das Gefühl haben, diese verteidigen zu müssen, unter allen Umständen. Und genau deswegen will ich heute mit euch darüber reden, warum euer Lieblingsspiel das Beste ist. Dein Lieblingsspiel ist das beste Spiel für dich. Ganz einfach, weil sonst wäre es nicht dein Lieblingsspiel. Jedoch ist es nur subjektiv das Beste. Aus deiner subjektiven Perspektive. Es gibt keine objektive Meinung oder etwas, was objektiv gut oder schlecht ist. Hin und wieder fällt mir auf, dass Leute subjektive Ansichten mit objektiven Argumenten versuchen durchzusetzen. Es gibt aber ein paar Gesichtspunkte, die objektiv sind. Und diese nennt man Fakten. Nehmen wir mal Sonic 06 als Beispiel. Ich glaube, die meisten von uns wären sich einig, dass dieses Spiel wirklich nicht gut ist. Und das liegt mitunter an den ganzen Bugs und Glitches. Diese Katastrophe und die ganzen Fehler kann man nicht wegargumentieren. Die sind Fakt, also objektiv. Man kann sie jedoch mögen und durchaus der Meinung sein, dass die Game-Breaking Glitches sogar zum Spielspaß beitragen können. Nach dem Motto, es ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Aber auch diese Meinung ist subjektiv. Auf der anderen Seite kann man bei einem Spiel, welches nur nicht so eindeutige Probleme hat wie Sonic 06, auch viel kritisieren. Besonders wenn man sich ein wenig mehr mit Videospielen auseinandersetzt, hat man einen gewissen analytischen Blick, den man nicht mehr wirklich los wird. Oder auch allgemein, wenn man ziemlich lange und viele Spiele gespielt hat, ändern sich die Ansprüche ganz gewaltig. So kann in den Augen von den einen ein Spiel eben ein absolutes Meisterwerk sein und aus dem Blickwinkel von jemand anderem eine absolute Katastrophe. Was dann aber oft schon viele praktisch verletzt, ist, wenn man ein Spiel, welches jemand wirklich am Herzen liegt, in viele kleine tausend Stücke zerfetzt und das Spiel praktisch niedermacht. Problematisch ist hier nur, wenn man anstatt vernünftig zu argumentieren, einfach aggressiv reagiert und behauptet, die andere kritisierende Person hat einfach keine Ahnung. Das stimmt vielleicht sogar? Denn offensichtlich hast du eine ganz andere Erfahrung mit diesem Spiel gemacht, als derjenige, der es gerade kritisiert. Aber genau hier ist der Punkt. Abgesehen vom Spielspaß und subjektiven und teilweise objektiven Faktoren, gibt es noch einen ganz anderen großen und wichtigen Faktor. Deine persönliche Erfahrung. Sei es eine schöne Kindheitserinnerung und die Nostalgie, die diese umgibt, dass man ein Spiel so sehr mag. Oder auch einfach eine schlechte Zeit im Leben, wo ein Spiel eventuell abgelenkt oder sogar aufgemuntert hat. Es gibt so viele persönliche Erfahrungen, die man mit einem Spiel haben kann, die man in Reviews nicht findet. Die dein Gegenüber gar nicht erlebt hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Super Mario 64 Mario Odyssey vorziehe, was ich, by the way, wirklich tue, dann würden mich manche vermutlich für verrückt halten. Aber hey, Super Mario 64 war mein allererstes Videospiel. Es begleitet mich für nun fast 20 Jahre. Ich habe eine solch lange Geschichte mit dem Spiel, das kann ein neues Mario unmöglich übertrumpfen. Dennoch sehe ich ein, dass das Spiel gealtert ist und seine Macken hat. Es ist bei weitem nicht perfekt. Die Steuerung ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und für heutige Verhältnisse ziemlich grob. Das Spiel ist mit seinem kantigen Look alles andere als wirklich hübsch und der Soundtrack ist fast immer das Main-Theme, nur hier und da mal anders arrangiert. Aber trotzdem habe ich immer noch Spaß mit dem Spiel. Und das ist nicht nur Nostalgie. Ich kann es jetzt spielen und habe vermutlich eine gute Zeit. Genau deswegen gehört es zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich könnte hier den ganzen Tag sitzen und sagen, wie großartig dieser Klassiker doch ist. Aber ich denke, viele von euch werden diese Begeisterung nicht verstehen können. Aber nicht nur eine lange Erfahrung kann ein Spiel so sehr an einen binden. Ich für meinen Teil habe erst letztes Jahr richtig die Dark Souls Serie für mich entdeckt und mein Gott, liebe ich dieses Spiel. Auch wenn ich mit dem zweiten Teil angefangen habe, ist der erste mein absoluter Lieblingsteil. Das liegt einfach an meiner ganz persönlichen Präferenz. Der erste Teil hat Dinge, die die anderen nicht haben und wofür ich das Spiel einfach mehr mag. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt. Manche einzelne Elemente führen dazu, dass man ein Spiel wirklich, wirklich gut findet. Nicht zwingend das Werk als Gesamtes. Es gibt einzelne Dinge, die für einen das gesamte Spiel ausmachen oder eben auch das Spiel für einen eher in einem schlechten Licht dastehen lässt. Auch meine absolute
absoluten Lieblingsspiele, Paper Mario, die Legende vom Äonentor und Kingdom Hearts 2, sind Spiele, mit denen ich eine gewisse Geschichte habe. Und für mich sind beide einfach absolut großartige Spiele. Das geht so weit, dass ich alles an ihnen gut finde. Auch ihre dummen Fehler. Ich meine, okay, Paper Mario ist eine Serie, die mich in den letzten Jahren wirklich traurig gemacht hat. Einfach weil alles, was ich an der Serie mochte, nicht mehr da ist. Wann immer ich wütend über Sticker Star oder Color Splash bin, liegt das nicht daran, weil ich ernsthaft denke, dass die beiden Spiele fürchterlich sind, sondern sie haben einfach nicht mehr das, was ich an dieser Serie so sehr geschätzt habe. Genau diese Dinge könnten aber auch Gründe dafür sein, dass jemand oder vielleicht sogar viele das Spiel nicht mögen. Zum Beispiel die Story in Kingdom Hearts. Wie oft höre ich, dass die Leute die Serie einfach komplett verwirrend finden, mit der Story nicht mehr zurechtkommen und sich denken, was zum Teufel macht Donald in meinem Final Fantasy und warum hat der Typ da so viele Gürtel an? Ich hingegen sehe ein, dass die Story ein absolut verwirrender Haufen ist, den man sich zusammenpuzzeln darf. Dass viele Sequels nicht so ganz geplant waren und teilweise verzweifelt versuchen, sich an den anderen Teilen anzupassen. Ich weiß, dass die Story von Kingdom Hearts vom Mysterium und nicht zwingend von klarem und eindeutigem Writing lebt. Und ich weiß, dass ein ernst aussehender Mickey mit dunkler Kutte und Schlüsselschwert nicht unbedingt episch ist. Aber hey, ich liebe halt genau diesen Schwachsinn. Und das ist etwas, was mir niemand wegnehmen kann. Keine Reviews, kein Metacritic Score. Und auch nicht ihr. Das ist es, was ich euch sagen will. Euer Lieblingsspiel ist das Beste für euch aus so vielen Gründen. Und das kann euch keiner wegnehmen. Egal wie viele Kritikpunkte man euch entgegenbringt, ihr habt eure Gründe. So hat aber auch jemand anders seine Gründe, warum er es eben nicht gut findet. Und hey, kein Spiel ist perfekt, daher versucht nicht, die Macken zu ignorieren und wütend damit zu reagieren, dass euer Lieblingsspiel perfekt ist. Ihr mögt es, trotz dieser Macken. Und das ist okay, daher akzeptiert sie und akzeptiert, dass jemand anders diese eben nicht gut findet. Denn im Endeffekt ändert sich ja nichts für dich. Es bleibt doch immer noch dein Lieblingsspiel.